Wenn es richtig dumm läuft, dann werden auch die Finanzmärkte feststellen, dass das Gesetz der Schwerkraft eben auch an den Finanzmärkten gilt. Was meine ich damit? Natürlich die Big Tech Highflyer, die gestiegen sind, nicht weil sich etwa die Gewinnerwartungen deutlich verbessert hätten, sondern weil die Aktien schlichtweg teurer geworden sind. Und irgendwann ist vielleicht diese Siegesserie zu Ende. Jetzt haben wir ja bald in dieser Woche den Start der US-Berichtssaison, noch nicht mit Big Tech, sondern erstmal die Banken. Aber auffällig ist, dass in den letzten Tagen eben diese großen Tech-Aktien, die Wochen, wenn nicht monatelang die Aktienmärkte insgesamt, die Indizes insgesamt aufgrund ihrer Marktgewichtung nach oben getrieben haben, nicht mehr so richtig laufen. Das gilt auch heute. Schauen wir uns mal an, was da bisher auf dem Zettel ist. Kann sich jederzeit natürlich verändern, aber wir sehen eine Microsoft fast 2% im Minus, eine Apple gut 1% im Minus, eine Google im Minus, sogar Nvidia im Minus, das muss man sich ja mal vorstellen, Amazon im Minus, Tesla im Minus, nur Meta im Minus, weil die mit ihrer Social Media Plattform, die neu ist, offenkundig hier viele Hoffnungen evozieren. Mal sehen, ob sich das erfüllt, aber wir sehen viel Grün. Also es sind heute bislang mehr Aktien, die gestiegen sind, als gefallen sind. Dennoch sind die Indizes nicht wirklich deutlich im Plus, mit Ausnahme des Russell 2000, dazu gleich mehr. Eben weil diese Dickfische verhindern, dass die Märkte hier nach oben gehen. Und kein Wunder, schauen wir uns mal die Bewertungen an. Microsoft, Kurs-Gewinn-Verhältnis 36, günstig. Da kriegst du nur einmal im Leben eine Nvidia, auch nur knapp über 200. Eine Apple bei schlanken 32,7. Eine Google nur bei 27. Das ist immer praktisch mehr als das Doppelte als DAX-Aktien an Bewertungsniveaus haben. Meta 34, Amazon 7.923. Nee, ganz so viel nicht, aber es geht in die Richtung, meine Damen und Herren. Und wir sehen, da gibt es im Energiebereich und im Bankenbereich, da sehen wir grün, das heißt, diese Aktien sind nicht teuer. Das hat natürlich meistens auch Gründe, warum Aktien irgendwie nicht so gut laufen, aber vielleicht ist das da eine Chance, mal ein bisschen umzuswitchen, den die Marktteilnehmer, die Investoren diese Chance auch ergreifen. Und wenn wir nochmal zu Big Tech kommen, dann sehen wir, naja, die Aktien sind gestiegen. Die Gewichtung der Aktien im S&P 500, der großen 10 Aktien, praktisch Ende Juni über 30% gestiegen, aber man macht nur knapp über 20% der Gewinne in dem Index aus. Das heißt, wir haben hier ein Mismatch, ein Missverhältnis, das möglicherweise eben dann korrigiert werden muss, wie so viele Dinge über die Zeit korrigiert werden. Und hier sehen wir der Breath. So hat jetzt die Bank of America gezeigt, über die letzten 3 Monate, also die Marktbreite, die war so schlecht wie seit 1999 nicht mehr oder sogar noch schlechter. Das heißt, es waren die wenigen Aktien, die wirklich gut gelaufen sind, die das Ganze nach oben getrieben haben. Hier die Bank of America, also wir haben solche Zahlen eigentlich noch nie gesehen. Man bezieht sich jetzt auf den Mai, wo man zum Beispiel sagt, nur 23% der Aktien im S&P 500 sind besser gelaufen als der S&P 500. Das heißt, mehr als 3/4 der Aktien sind schlechter gelaufen. Das ist der geringste Wert, seit man die Daten hat, nämlich seit 1986. Und hier sehen wir nochmal, jetzt ist diese Konzentration, diese Kopflastigkeit bei diesen 10 Aktien so groß wie seit der Dotcom-Blase, nicht mehr angeführt von Nvidia, Meta, Tesla, AMD, Broadcom, Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet und noch ein bisschen Eli Lilly aus dem Farmsektor. Aber es ist natürlich ein immenses Risiko. Was passiert, wenn die Berichtssaison, vor allem die Ausblicke der Unternehmen, nicht so wirklich überzeugt, weil eben vielleicht doch der Konsument schon ein bisschen Probleme hat? Aber natürlich sehen wir einen Bullenmarkt hier, wenn wir die richtige Brille von Apple anziehen. Aber schauen wir uns auch mal die Marktbreite nochmal an. Gemessen jetzt diesmal an 9 Hochs und 9 Tiefs bei Aktien. Hier sehen wir, das ist schwach, das geht zurück, das ist im Grunde rückläufig die ganze Zeit. Und jetzt gibt es 2 Varianten. Entweder die anderen Aktien steigen und machen das irgendwie irgendwo wett,
Also dass praktisch, wenn jetzt die Big Tech-Aktien nicht mehr steigen sollten, was natürlich nur eine kurze Unterbrechung ist, meine Damen und Herren, Aktien, gerade wenn Tech schon draufsteht und künstliche Intelligenz, die steigen ja immer, aber halt zwischenzeitlich mal nicht. Ne? Und dementsprechend müssen es die anderen dann auffangen, aber können sie das? Das ist die große Frage. Und hier sehen wir mal, Nvidia hat Goldman Sachs das Preisziel, das Kursziel nach oben genommen, dennoch die Nvidia-Aktie nicht zweistellig im Plus, das überrascht etwas. Wir haben heute TSMC-Zahlen bekommen, also Taiwan Semiconductor, der große Chip-Produzent in Taiwan oder auf Taiwan, während Nvidia keine Chips produziert, sondern nur designt und dann in der Regel zu TSMC gibt, um die dort fertigen zu lassen. Hier sehen wir, die Umsätze sind 11% im Vergleich zum Vor-Juni, also vom Juni vor einem Jahr gefallen und zum Vorjahresmonat um 5%, Vorjahresquartal um 5%. Das heißt, irgendwie passt das nicht so ganz zusammen, TSMC, so muss es heißen, dennoch im Plus heute, soweit ich es gesehen habe, weil die Erwartung noch schlechter war, aber irgendwas stimmt da nicht. Nvidia erzählt uns alles, ist so super toll und gibt Chips also zur Fertigung und der Fertiger dieser Chips, der berichtet Zahlen, die jetzt nicht so super gut sind und da stellt sich eben die Frage der Bewertung. Ich habe schon mehrfach auf diese Kluft verwiesen zwischen eben den Anleiherenditen oder den Real Yields und den Aktienmärkten. Heute sehen wir einen leichten Rücklauf der Renditen, vielleicht entspannt sich die ganze Geschichte, was sich aber nicht entspannt ist, die Liquidität nimmt ab, während gleichzeitig die Aktienmärkte gestiegen sind, Liquidität hier die Bank Reserves at the Fed und jetzt startet ja, wie gesagt, die Berichtssaison, meine Damen und Herren, und wir sehen die Downgrades, Corporate Earnings Downgrades, also dass praktisch die Gewinnerwartungen jetzt gesenkt werden, das ist das erste Mal seit der letzten Berichtssaison, naja, typisch nicht, hier sehen wir das immer dann, kurz vor Berichtssaison wird runtergestuft, damit dann gesagt werden kann, war ja besser als erwartet, nicht wahr? Nämlich besser als die zuvor gesenkte Erwartung. Auch das natürlich ein beliebter Sport an der Wall Street, aber sehr genossen, sehr zum Wohlgefallen eben der Trader, die ziemlich dick auf der Long-Seite sind. Hier sehen wir mal Net Long Futures im S&P 500 und im Nasdaq 100. Fear and Greed Index nach wie vor im Gear-Bereich. Privatinvestoren sehr, sehr bullisch, wie schon lange nicht mehr. Also es herrscht eine total bärische Stimmung, Weltuntergangsstimmung geradezu. Das sehen wir auch in den Analyst Targets, also in den Kurszielen der Analysten. Die gehen davon aus, dass der S&P in den nächsten 12 Monaten um 9% steigen wird. Das aber dürfte nur passieren, wenn wir ein besseres Wachstum der Wirtschaft haben und wenn die Inflation stärker zurückgeht. Wird das passieren? Das ist die große Frage. Schauen wir uns das mal an. Ja, es wird jetzt wahrscheinlich bei den Zahlen, die am Mittwoch kommen, wird die Inflation wahrscheinlich einen Tiefstand erstmal zum Vorjahresmonat erreichen, denn wir hatten ja im Juni 2022, also vor einem Jahr und jetzt in dieser Woche kommen ja die Juni-Zahlen, hatten wir 9,1% Inflation, die Latte liegt also sehr hoch, schwierig darüber zu kommen, aber dann dürfte es tendenziell eher nach oben gehen, eben weil die Latte dann runtergelegt wurde im Vorjahresmonat, weil die Inflation dann runterkam, das heißt der Basiseffekt ist nicht mehr so günstig und vielleicht ist das der Grund, warum die Anleiherenditen jetzt nach oben geschossen sind. Heute, wie gesagt, eine kleine Entspannung, aber irgendwie sieht das charttechnisch, wie ich heute Morgen schon gezeigt hatte, in diesem Chart von Stock 3 doch ziemlich bullisch aus und das, obwohl die Inflationserwartungen der Konsumenten, wie heute gerade eben von der New York Fed gemeldet, tiefer gegangen sind, etwa für ein Jahr wie auch für 3 Jahre. Aber interessant ist, dass jetzt die 5-Jahres-Inflationserwartungen auf dem höchsten Stand seit knapp 1,5 Jahren sind. Warum? Weil die Leute davon ausgehen, dass Inflation schon ein dauerhaftes Phänomen ist, also nicht ganz schnell zurückgeht. Man erwartet da eine Inflation von 3%, also moderat, aber eben doch eine deutliche Inflation. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass die gestiegenen Renditen an den Anleihemärkten eben dann die sogenannten Mortgage Rates nach oben gebracht haben, also die Hypothekenzinsen. Jetzt sind wir bei der 30-jährigen Mortgage Rate, also den 30-jährigen Hypothekenzinsen, bei 7,38%. Das ist das höchste Niveau in 22 Jahren.
Und vor 18 Monaten waren wir da noch bei 3%, jetzt 7,38%. Das ist ein Unterschied. Und früher oder später wird das auch auf den Hausmarkt eben zuschlagen oder zurückschlagen. Bisher hält der sich ja ziemlich gut angesichts der Situation. Aber mir scheint eine Frage der Zeit, bis das dann wirkt. Wir sehen übrigens heute, und das ist der Grund, warum der Russell 2000 besser läuft als andere Indizes, weil die Regionalbanken steigen. Die Fed hat vorgeschlagen, höhere Kapitalanforderungen für kleinere Banken. Bei größeren Banken soll das auch passieren, aber ziemlich moderat. Die sollen praktisch nur 2% mehr Kapital hinterlegen müssen. Warum jetzt die Regionalbanken daraufhin eine Rallye zeigen, ist eine Sache für sich, weiß ich nicht genau. Man denkt vielleicht, naja gut, dann sind sie sicherer, ich weiß es nicht. Jedenfalls gibt es schon natürlich Probleme im Bankensektor. Heute ein Artikel auf CNBC, da sehen wir einen seismischen Wechsel, eine seismische Bewegung, so schreibt hier CNBC. Denn diese steigenden Zinsen, wie auch vor allem die Verluste bei Commercial Real Estate, also bei Gewerbeimmobilien, die könnten hier für riesige Probleme sorgen. Und jetzt hat heute die Financial Times berichtet, dass die großen Banken, die ja ab Ende der Woche berichten werden, von so großen Kreditausfallraten berichten wie seit der Pandemie nicht mehr. Also das würde darauf hindeuten, dass es da schwierig wird. Abschließend, meine Damen und Herren, drei Empfehlungen. Wir sehen hier erstmal eine Kaufempfehlung von Citigroup, die sagen, also in Relation zu US-Aktien sind europäische Aktien total günstig, sehen Sie unten in dem Chart. Liegt aber vielleicht daran, dass die US-Aktien so teuer sind, gell? Nicht wir so günstig, aber Schwamm drüber. Aber schauen Sie mal, ob Sie dem zustimmen können. Fakt ist, die europäischen Aktien sind deutlich besser bewertet, aber vielleicht hat auch das Gründe. Hier sehen wir City Economic Surprise Index. Europa ganz, ganz hinten. Nun sind viele europäische Konzerne eben auch natürlich über Europa hinaus tätig, aber das ist natürlich schon ein Bremsfaktor, dass kein Währungsraum so schlecht oder kein Wirtschaftsraum so schlecht dasteht wie Europa derzeit, was die negativen Überraschungen betrifft. Und dann ist aber die Frage, naja, müssen Aktienmärkte und Wirtschaft immer parallel laufen? Dazu ein faszinierender Artikel meines Kollegen Wolfgang Müller, der sagt, nein, zumindest kurzfristig nicht. Übergeordnet dann wieder ja. Warum, wieso, weshalb, lesen Sie in dieser zweiten Empfehlung. Und die dritte Empfehlung, meine Damen und Herren, Mike Wilson, die Gewinnsaison wird den Aktienmärkten nicht helfen. Hier sagt zum Beispiel auch Matt Maley, es ist natürlich schwierig für die Märkte jetzt eine Rallye zu zaubern aufgrund der Berichtssaison, weil eben die Aktien schon, vor allem die Tech-Aktien sind damit gemeint, natürlich schon extrem teuer sind. Genau das ist das Problem. Wird Mike Wilson diesmal recht behalten, nachdem er im ersten Halbjahr nicht recht behalten hatte, aber in 2022 sehr, sehr gut abgeschnitten hat. Also diese drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao. Bis Donnerstag gibt es noch Videos. Am Freitag bin ich dann weg und die Folgewoche. Also morgen Dienstag, Mittwoch, Donnerstag noch Videos und dann knapp über eine Woche Pause. Jetzt sage ich erst einmal Servus, Ciao.